Der falsche Feminismus. Während die meisten Männer angaben, dass sie sich ohne Frauen eher langweilen würden, wäre es für 99% der Frauen eher eine Befreiung. Was? Oha, Digga, hasst ihr uns oder was? Das ist aber der Effekt vom Feminismus, bin ich mir fast sicher. Der Feminismus hat sich in so viele Richtungen entwickelt, dass die Frage eher ist, was ist Feminismus heute überhaupt? Ja. Wie viele Feministen wissen überhaupt noch, was sie wirklich unterstützen? Ich glaube, im Ursprung war Feminismus auf jeden Fall mal eine wichtige und richtige Geschichte. Ist halt irgendwie in eine falsche Richtung abgedriftet, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Entschieden sie sich auf Rat des Sexualwissenschaftlers John Money, das Geschlechtsteil umzuoperieren und das Kind als Mädchen großzuziehen. Ach du Scheiße. Kontraproduktiv für die ganze Entwicklung der Menschheit, wenn wir da jetzt weiterhin so übertreiben, wie es aktuell getan wird. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir jetzt in die erste Reaction rein. Liebe geht raus vom ganzen Chat an euch auch. Bei YouTube, ja, YouTube-Community. Die Herzen sind für euch. Ich sag das jedes Mal, bevor ich das Intro mache. Herzen in den Chat für YouTube. Deswegen auch jetzt mal bei YouTube unten in die Kommentare rein. Voll Spam mit Herzen, meine lieben Freunde. Ganz wichtige Geschichte. Und zwar gehen wir jetzt ins erste Video rein. Was heißt der falsche Feminismus? Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was hier erzählt wird. Es ist interessante Welt, der Kanal Interessante Welt. Haben wir uns, glaube ich, schon ein, zwei Videos reingezogen. Und jetzt werden wir uns das Video reinziehen, der falsche Feminismus. So, es wird wild, meine lieben Freunde, ja, es wird wild. Und ich würde sagen, wir gehen gemeinsam rein in den Laden. Laden in den Man. Gib mir die Ladi-Vibes, Bro. Ladi! Ey, wie gesagt, ich glaube, im Ursprung war Feminismus auf jeden Fall mal eine wichtige und richtige Geschichte. Ist halt irgendwie in eine falsche Richtung abgedriftet. Wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Und ich bin gespannt, was jetzt hier in dem Video erzählt wird. Wir geben natürlich zwischendrin auch unseren Senf mit rein. So auf entspannt für die Würze. Und jetzt geht's los. Bei einer Studie vom Institut für Demoskopie Allensbach wurden Frauen und Männer befragt, welche Eigenschaften auf das jeweils andere Was ist Demoskopie? Geschlecht zutreffen. Das sind die ersten 5 meist angegebenen Eigenschaften von Männern über Frauen. Lass uns doch mal mitmachen, Digga. 5 Eigenschaften von Männern gegenüber Frauen. Also alle Männer jetzt in den Chat, 5 Eigenschaften mal rein, was für euch typisch Frau ist. So. Emotional, süß, also eher so, ja, feminin, süß, so in die Richtung. Einer sagt nervig sein. Einfühlsam, fühle ich. Empathisch, wichtig. Ja. Haare, Brüste, kleine Hände. Die Chaoten wieder hier im Chat. Ich küsse doch euer Herz. Bei YouTube könnt ihr gerne auch mitmachen. Gefühl, Liebe, Geborgenheit. Ja. Fühle ich komplett. Liebevoll. Aufopferungsvoll, verletzlich. Stressen und emotional. Mhm. Okay, nice. Zärtlichkeit. Eitelkeit, Einfühlungsvermögen, Scham, Natürlichkeit. Also 4 von... Nörgelei kommt dann danach. 5 sind positiv. Ja, auf jeden Fall. Sehr viel, also ich verbinde mit Frauen noch sehr viel Positives, wenn ich ehrlich bin. Frauen haben über Männer dagegen folgende Eigenschaften am meisten angegeben. Wehleid. Okay, scheiße. Bevor ich jetzt das anmache, alle Ladies... Schreibt mal rein, was euch für euch wichtige oder die ersten Eigenschaften, die euch in den Kopf kommen, wenn es ums Thema Männer geht. Wir haben nicht viele Ladies, aber Amelia ist, glaube ich, da. Amelia ist da. Mary ist auch da, glaube ich. Haut mal rein, Mädels. Der Ranung fragt gerade, darf ich mich als Frau identifizieren? Identifizier dich, wie du möchtest, Bruderherz. Ich küsse doch dein Herz. Frauen haben über Männer dagegen folgende Eigenschaften am meisten angegeben. Wehleidigkeit, Sturheit, Durchsetzungsvermögen, Egoismus bzw. Selbstsucht, Eitelkeit. Wenn man krass, aber das ist jetzt nach Feminismus, oder? Das ist doch krass. Das sind ja nur negative Eigenschaften. Warum ist es so?
Ich habe gedacht, da würde jetzt sowas kommen wie die Daisy auch gesagt hat, Loyalität. Ja, was hat Daisy noch geschrieben? Loyalität, Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Motivation, weiß ich nicht, Stärke. Solche Sachen hätte ich eigentlich jetzt erwartet. Davon ausgeht, dass Durchsetzungsvermögen positiv gemeint ist, sind trotzdem 4 von 5 negativ. Die Influencerin Isabel Gerstenberger stellte ihren Followern und Followerinnen die Frage: Was würdet ihr machen, wenn es 24 Stunden keine Frauen bzw. keine Männer geben würde? Wenn es 24 Stunden keine Frauen geben. Während die meisten Männer angaben, dass sie sich ohne Frauen eher langweilen würden, wäre es für 99% der Frauen eher eine Befreiung. Was? Isabel. Oha, Digga, hasst ihr uns oder was? Frauen hassen uns oder was? Ersten. Das ist aber der Effekt vom Feminismus, bin ich mir fast sicher. Er antwortete selbst auf die Frage, ähnlich wie ihre Followerinnen: Ich würde rausgehen und das Leben genießen. Ich würde oberkörperfrei rumlaufen und abends mit meinen Mädels im Park liegen, mitten in der Stadt. Einfach befreit unterwegs sein in der Öffentlichkeit. Und ich würde das anziehen, was ich möchte. Das mache ich zwar heute auch schon, aber ich fühle mich da trotzdem irgendwie etwas unwohl. Es kostet mich Überwindung. Crazy. Die Männer dagegen schrieben meist Sachen wie: Dasselbe wie immer, nichts Besonderes, mit meinen vergebenen Jungs endlich mal wieder was trinken gehen. Fühl ich. Manche schrieben sogar: 24 Stunden warten, bis meine Freundin wieder da ist. Du bist emotional abhängig, mein Jutster, Digga. Du musst ins Coaching. Ein bedenkenswerter Kontrast. Ungleichmäßiger Respekt zwischen den Geschlechtern? Immer mehr Menschen geben dem modernen Feminismus die Schuld. Kann das tatsächlich sein? Ich glaube, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Sagen wir es mal so. Geschlechter sollten sich untereinander respektieren und nicht benachteiligen. Das natürlich, was der Feminismus ursprünglich auch wollte. Oder? Die Angst ist folgende. Im Zuge der Emanzipation und den immer dominanter werdenden Frauen müssen sich Männer, die bisher aufgrund ihrer Natur für Dominanz standen, neu positionieren. Doch die Formulierung Dominanz aufgrund ihrer Natur ist schon wieder gefährlich. Denn während es früher eindeutig der Kampf gegen die Frauenrechte war, scheint der Begriff heute etwas verwaschen zu sein. Der Feminismus hat sich in so viele Richtungen entwickelt, dass die Frage eher ist: Was ist Feminismus heute überhaupt? Ja. Wie viele Feministen wissen überhaupt noch, was sie wirklich unterstützen? Heute geht die Ideologie so weit, dass die komplette Gleichstellung der Geschlechter verlangt wird, was durch sogenannte Gender Studies unterstützt wird. Der Begriff Gender bedeutet Geschlecht, doch dieser Begriff hat immer mehr eine andere Form angenommen. Gender meint mittlerweile, dass Männlichkeit und Weiblichkeit abgesehen von der biologischen Bestimmung von der Gesellschaft, beispielsweise von den Eltern, gemacht wird. Das finde ich sehr, 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 sehr gefährlich so. Weil es ist einfach so, dass wir rein biologisch gesehen einen riesen Unterschied haben. Unser Gehirn funktioniert, wir haben uns ja schon öfter jetzt Videos reingezogen, auch von Vera F. Birkenbiel. Unser Gehirn funktioniert anders, wir haben andere Hormonausstöße, wir haben Testosteron, Männer haben Testosteron. Viel mehr Testosteron als Frauen. Frauen haben auch Testosteron. Und die Frauen mit viel Testosteron haben ähnliche Probleme wie die Männer. Aber eine normale Frau mit so viel Testosteron, wie eine Frau normalerweise hat, hat anderen Level als ein Mann. Und dadurch haben wir auch andere Interessen und können auch verschiedene Dinge besser. Weißt du, wie ich meine? Und sind einfach nicht gleich. So. Und das ist doch eine Sache, die eigentlich gar nicht verkehrt ist und auch nicht schlimm ist. Das ist ja das Schöne daran, dass es Mann und Frau gibt, dass wir als Einheit uns gegenseitig ergänzen. Ich brauche keinen zweiten Mann zu Hause. Weißt du, wie ich meine? Ich möchte auch keinen zweiten Mann zu Hause haben. Im weitesten Sinne soll jeder Mensch selbst entscheiden, ob er männlich oder weiblich ist. Die eben genannten Gender Studies sind historisch aus der Frauenbewegung heraus entstanden. Das Forschungsgebiet ist umstritten wie kein zweites. Einige. Die sagen ja wirklich und die gehen damit nach vorne, dass die sagen, das sind alles soziale Konstrukte, das ist quasi nur wegen der Gesellschaft so passiert, dass Frauen gewisse Sachen anders können und anders machen als Männer so. Das hat nichts mit Biologie zu tun, sondern das ist von der Gesellschaft so gekommen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube wirklich, dass
Weil wenn du auch in die Geschichte zurückschaust, dann, ja, keine Ahnung, Alter. Ich glaube wirklich, dass rein biologisch einfach einige Unterschiede gibt. Biologen bezeichnen die Gender Studies als antibiologische Pseudowissenschaft, da die Forschungen aus der für viele zweifelhaften Annahme zeugen, das Geschlecht des Menschen sei eine von der Biologie nahezu unabhängige soziale Konstruktion. Nein, das stimmt nicht. Also mein Gefühl sagt da definitiv nein. In Ungarn wurde dieses Studienfach bereits abgeschafft. Ideologen verlangen eine komplette Umwälzung der Dinge, die auf Männer hindeuten. Die Sprache soll geschlechtergerecht sein. Mehr Unisex-Toiletten. Frauen sollen Führungspositionen einnehmen. Das gleiche Geld wie Männer verdienen. Selbst Ampelmenschen sollen umgeändert werden. Frauen verdienen im Durchschnitt zwar weniger als Männer, aber es ist nachgewiesen, dass sie sich auch öfter für schlechter bezahlte Jobs entscheiden. Die meisten großen Wissenschaftler waren Männer. Anstatt nun zu versuchen, die Intelligenz der beiden Geschlechter zu messen, könnte man sich anschauen, wie es in der Realität aussieht. In Deutschland ist der Frauenanteil in der Wissenschaft rund ein Fünftel, wobei hier beide Geschlechter dieselben Chancen haben. Bereinigt man alle störenden Faktoren und schaut sich nur exakt gleiche Jobs an, verdienen Männer zwar immer noch ein paar Prozent mehr, aber einige Faktoren sind immer noch unklar, wie zum Beispiel Verhandlungsgeschick bei den Gehältern, Mutterschaft, Überstunden oder einfach Zufall. Weswegen die Behauptung, Männer würden ohne Grund besser verdienen, umstritten ist. Ja. Um das Problem nochmal zu wiederholen. Sind einige Charaktereigenschaften, wie zum Beispiel das Spielen mit Autos oder Puppen, durch das biologische Geschlecht vorprogrammiert, was zu Unterschieden in der Gesellschaft führt? Oder sind am Anfang alle Menschen gleich und die Gesellschaft bestimmt das Geschlecht? Der erste Dominostein ist schon lange gefallen und diese Gender-Ideologie bekommt immer mehr Akzeptanz. Facebook kennt mittlerweile über 60 verschiedene Geschlechter, die man aus... Das ist pure Verwirrung, meine lieben Freunde. Ich sag dir ehrlich, das ist doch pure Verwirrung. Ein Kind, was heutzutage aufwächst, dem du erzählst, dass es 60 Geschlechter gibt, das kommt doch gar nicht mehr klar. Als Kind ist man doch eh schon noch verwirrt. Bis ins hohe jugendlichen Erwachsenenalter, 21, so in dem Dreh würde ich sagen, fängt man langsam an, sich selbst zu verstehen und zu finden und seine Aufgabe in der Welt und diese ganzen Sachen und sich in der Gesellschaft auch zu finden und solche Geschichten. Und wenn du dann schon ab was weiß ich, wie viele Jahren, die jetzt schon in Kitas schon teilweise jetzt anfangen, irgendwie Kindern beizubringen, dass die alles sein können, was die wollen und dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und so, das verwirrt die Menschen immer nur noch mehr und das hat keinen positiven Effekt, glaube ich, auf die gesamte Entwicklung der Menschheit und Familien und sich finden in der Gesellschaft und so. Das ist sehr, also ich betrachte das als, ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, wie ich versuchen würde, da irgendwie, ja, damit irgendwie umzugehen, was heutzutage in den Schulen, in den Unis und so beigebracht wird, so. Das ist echt schwer. Das ist echt eine schwere Angelegenheit. Geschlechter abschaffen, wohlgemerkt, indem man alle möglichen Geschlechter zulässt. Der Gedanke ist jedenfalls modern. Im klassischen Judentum, Christentum und Islam gibt es nur zwei Geschlechter. Und so. Es gibt nur zwei Geschlechter, Bro. Also ich sehe das so. Zwei. Mann, Frau. Sind sie mit Gender unvereinbar? Der Islam geht sogar davon aus, dass irgendwann Frauen so aussehen werden wie Männer und umgekehrt. Tatsächlich ist dieser Trend gar nicht mal so unwahrscheinlich. Doch wie ist diese Entwicklung mit der Biologie des Menschen vereinbar? Dazu gibt es ein sehr interessantes Experiment aus den 60ern, das in solchen Debatten selten erwähnt wird. 1965 kommen die männlichen Zwillinge Bruce und Brian Reimer auf die Welt. Als sie 7 Monate alt waren, sollten sie beschnitten werden. Eigentlich ein Routineeingriff, doch es kommt zu schweren Komplikationen und das Geschlechtsteil von David Reimer wird irreparabel verletzt. Oh shit. Mein Beileid, Bro.
Während sich die Eltern des Jungen verzweifelt um seine Zukunft sorgten, entschieden sie sich auf Rat des Sexualwissenschaftlers John Money, das Geschlechtsteil umzuoperieren und das Kind als Mädchen großzuziehen. Ach du Scheiße. Ja, Digga, wir haben hier bei der Operation haben wir einen Fehler gemacht so und ich würde dir empfehlen, lass das Ding einfach abschnippeln und was Neues draus machen. Das passt schon. Crazy. John Money gilt als der Vordenker der heutigen Gender-Theorie, glaubt also, dass es keinerlei Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen gibt, sondern die Geschlechterrollen eine Frage der Erziehung sind. Um seine These zu untermauern, kam dieser Fall gerade richtig. Er wollte zeigen, dass es möglich ist, David als Frau großzuziehen. Dies tat man unter anderem, indem man David ab dem 12. Lebensjahr mit weiblichen Hormonen behandelte. Der arme David. Und sein ganzes Umfeld spielte fortan dieses Spiel mit. Doch David war zutiefst unglücklich mit sozialen Problemen. Er wehrte sich gegen alles Mädchenhafte und benahm sich wie ein Junge. Er weigerte sich Kleider zu tragen, verteidigte seinen Bruder gegen andere, pinkelte im Stehen, wollte keine Puppen, sondern die Spielzeugautos des Bruders. Was da auch psychisch passiert mit so einem Kind, weißt du, wie ich meine, so? Das ist so crazy, dass die Eltern das überhaupt mitgemacht haben. Das tut weh gerade. Musst dir mal vorstellen, da cutten die dir deinen Penis ab so und geben dir Hormone, damit du nicht männlich wirst und so. Ob du hast gar nichts damit, diese Entscheidung, gar nichts zu tun so. Nothing. Einfach nix. Du sollst und musst einfach damit leben dann. Das sein. Er wusste doch überhaupt nicht, dass er als Mann geboren wurde. Er brauchte ständig psychiatrische Betreuung und es kam zu mindestens einem Selbstmordversuch. Er lehnte seinen Körper ab, ohne zu wissen warum. Als er 14 Jahre alt war, weil er biologisch ein Mann ist, hielt es der Vater nicht mehr aus und erzählte ihm alles. Krass. Plötzlich ergab alles einen Sinn und er nahm sofort die männliche Identität an. Mit 23 Jahren heiratete er. Geil, Digga. Im Jahre Gänsehaut ein bisschen sogar. 2000 ging er mit dieser Geschichte an die Presse, denn der Missbrauch in seiner Kindheit ließ ihn nicht los. Man kann noch viel über sein Leben erzählen, doch wir fassen es mal kurz. Sein Bruder war mittlerweile an Schizophrenie erkrankt und nahm sich das Leben. Nein. David konnte sein Leben ebenso wenig aushalten. Er sagte mal, nachdem er seine männliche Identität angenommen hatte, ich würde fast alles dafür geben, wenn ich zu einem Hypnotiseur gehen und meine ganze Vergangenheit auslöschen könnte, weil es eine Qual ist. Es war wie eine Gehirnwäsche. Er nahm sich mit 38 Jahren ebenfalls das Leben. John Money, der schuld an dieser ganzen Tragödie war, weigerte sich stets, sich dazu zu äußern. Er ruinierte mit seiner Ideologie das Leben meiner ganzen Familie. Man kann faktisch nicht sagen, dass Männer und Was ist mit diesem Typen jetzt? Wird der zur Rechenschaft gezogen? Wahrscheinlich nicht, ne? Der wird wahrscheinlich noch verteidigt vom Staat, oder was? Und gleich sind. Das simpelste Beispiel ist, Frauen werden Mütter. Was macht das mit einer Frau? Sind Feministen feindliche Klischees wie Putzen und Kochen, sich öfter um die Kinder kümmern als der Vater, etc., nicht indirekt damit verbunden? Die Gefühle, die durch die Schwangerschaft, die Geburt, Hormonumstellung etc. hervorgerufen werden. Das alles kann schon mal nicht von der Gesellschaft gemacht sein, sondern ist durch die Natur vorherbestimmt. Genau so. Eine Frau hat einen ganz anderen Körper als der Mann. Der Testosteronspiegel einer Frau ist 10 bis 20 Mal niedriger als der eines Mannes. Frauen besitzen ein kleineres Herz, kleinere Lungen und weniger Blut. Beim Sport sind Männer insgesamt leistungsfähiger. Man kann sicher sagen, die Biologie kann niemals unabhängig von der Psyche sein. Und das könnten die Gründe sein, warum sich der Mann in so vielen Positionen durchgesetzt hat und dominiert. Ja, das ist Biologie. Aber die Psyche kann bei den Geschlechtern auch von Anfang an ganz anders gestrickt sein. Welche Auswirkungen wird es haben, wenn man nun künstlich die Rollen ändern will?
Möchte die Frau einige Rollen über... Das ist, wir werden am Ende des Tages alle dann nicht mehr glücklich sein. Sage ich euch genauso, wie es ist. Also sowohl Frauen als auch Männer. So, wenn man versucht, die Biologie zu unterdrücken und zu sagen, dass du nicht gut bist, so wie du bist, weil das ist nicht gut, eine Frau zu sein, wie eine Frau ist, und es ist auch nicht gut, ein Mann zu sein, wie ein Mann ist. Wir müssen uns anpassen, und du versuchst ständig gegen dich und deine eigene Biologie zu kämpfen, dann endest du mit Depression und mit diesen ganzen Geschichten, was auch mit diesen Jungs passiert ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist einfach kontraproduktiv für die ganze Entwicklung der Menschheit, wenn wir da jetzt weiterhin so übertreiben, wie es aktuell getan wird. Einnehmen? Sind alle Männerjobs auch für Frauen geeignet? In der Natur gibt es nur zwei Geschlechter. Das ist ein Fakt. Biologisch gibt es kein drittes Geschlecht. Ab Ende 2018 musste aber etwas zwischen männlich und weiblich eingeführt werden, da es auf jede Art gegen die Natur arbeiten kann auf Dauer nicht gut sein. Hundertprozentig. Tatsächlich Menschen gibt, die entweder genetisch aufgrund der Geschlechtschromosomen, anatomisch aufgrund der Geschlechtsorgane oder hormonell aufgrund des Mengenverhältnisses der Geschlechtshormone nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Diese Menschen nennt man intersexuell oder Menschen mit einer Sexualdifferenzierungsstörung. Uneindeutige Geschlechtsorgane. Okay, das ist halt dann so, das ist dann halt eine genetische Geschichte, ne? Da kann ich mir auch gut vorstellen. Es gibt immer irgendwelche Abnormitäten, sage ich mal so, aber das ist ein kleiner Prozentteil, glaube ich, von der Gesellschaft und nicht so extrem viel, wie es uns präsentiert wird, und auch nicht so, dass es halt so ein heftiges Thema im Mainstream sein muss und dass alle Kinder damit beeinflusst werden müssen. So, weißt du? Das kann man ja dann im Ausnahmefall, im Einzelfall dann gucken, wie man dann mit solchen Menschen auch umgeht. So. Und für diese Menschen sollte auch ein Gehör da sein, und um diese Menschen sollte man sich auch kümmern. Das sage ich gar nicht. Da bin ich gar nicht auch dagegen oder so. Aber dieses Extreme, dieses im Mainstream und alle Kinder damit beeinflussen und so viele Kinder wie möglich mit auf diese Seite zu holen, komischerweise, das ist das, wo ich kritisch sehe. Akzeptiert man, dass es eine Definition von einem normalen Menschen gibt, so ist die Sexualdifferenzierungsstörung, wie der Name schon sagt, eine Störung, auch wenn es nicht gerne gehört wird. Transgender bzw. Transsexuelle sind nicht mit intersexuellen Menschen gleichzustellen. So. Und das ist auch nicht gut für diese intersexuellen Menschen, wenn diese Leute da auf den Straßen rumlaufen, weil die einfach ein Problem vielleicht mit sich selber haben, mit der Gesellschaft haben oder sich nicht zugehörig fühlen zu irgendwas wegen familiären Sachen oder so. Und dann wirklich die Leute, die wirklich ein genetisches Problem haben, dann damit in einen Topf reingeworfen werden, so, weißt du? Das ist einfach auch nicht korrekt diesen Menschen gegenüber, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Diese haben von Geburt an eindeutige Geschlechtsmerkmale, fühlen sich aber trotzdem im falschen Körper und wollen das andere Geschlecht annehmen. Genauere biologische Ursachen sind hierbei bisher nicht ganz klar. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Fötus im Mutterleib durch gegengeschlechtliche Hormone beeinflusst wird. Andere glauben, dass Veränderungen in der Hirnstruktur Auslöser sein könnten. Sollten Gender-Ideologen immer mehr Anhänger finden, könnte es irgendwann tatsächlich so weit kommen, dass in den Schulen männlich und weiblich gar nicht mehr gelehrt wird. Ja. Eines muss man nun sagen. Das, was der heutigen Gesellschaft vorgeworfen wird, nämlich den Menschen auf männlich und weiblich zu programmieren, wird im Grunde auf eine andere, naturfeindliche Art gemacht. Und zwar den Trend zu setzen, der Mensch könne alles Mögliche sein. Die Kinder heutzutage wachsen mit dieser Ideologie auf und akzeptieren sie nun auch immer öfter. Und dadurch hast du verwirrt die Kinder, die sich nicht richtig gefunden haben und dann auch sehr leicht steuerbar sind, wenn ich das so sagen darf. Heftiges Video auf jeden Fall. Fühle ich. Geil. Interessante Welt. Wir haben sogar noch ein Video von ihm.
später am Start. Aber starkes Video, Bro. Sehr, 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 sehr stark. Ach, die Story mit dem Jungen, die ist mir echt nahe gegangen. Mit dem einen Cousin, der da einfach umoperiert wurde, weil die einen Fehler gemacht haben beim Beschneiden und sich dann irgendwann mit 30 oder so das Leben genommen hat, weil er einfach damit nicht klargekommen ist. Das war schon eine sehr heftige Geschichte auf jeden Fall. Also da sollte man sich bewusst machen, was man damit auch alles auslöst. So. Wenn man es auch Kindern möglich macht, schon in Amerika ist es ja schon so weit, wie die das da bei dem auch gemacht haben, dass Jugendliche schon Kinder im Alter von 13 oder so dann anfangen, irgendwelche Hormonblocker zu nehmen und so, obwohl du noch gar nicht weißt, wer du bist. Und in 20 Jahren wirst du dann auf einmal vielleicht auf die Trichter kommen, dass du doch lieber ein anderes Geschlecht sein würdest oder das Geschlecht sein würdest, was du biologisch auch bist, und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Und das kann sehr, sehr viele Probleme auswirken. Und deswegen finde ich, man sollte bei dieser ganzen Geschichte extrem vorsichtig sein. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt, Alter, du wirst ja heutzutage als Kind überall damit indoktriniert. Ich weiß gar nicht, wie man seine Kinder davon überhaupt noch fernhalten soll. Weißt du? Das wird eine Challenge werden. Und deswegen, ich weiß nicht zum Beispiel, wie es hier in Mexiko ist oder in Ländern, in dritte Weltländern, sag ich mal, wenn du da in die Schulen gehst und so, ob da auch schon sowas gelehrt wird. Aber wenn nicht, dann würde ich sogar bevorzugen, mein Kind hier auf die Schule zu bringen. Auch wenn das vielleicht nicht das Bildungsniveau ist wie in Deutschland oder so, weißt du. Aber wenigstens werden die nicht mit so einer komischen Scheiße indoktriniert, dass sie sich verlieren als Menschen, so, weißt du. Weil die Schule, Kinder verbringen nun mal extrem viel Zeit in dieser prägenden Zeit auch in der Schule, so. Und das darf man nicht unterschätzen, wenn du da dann die ganze Zeit diese Agendas reingedrückt bekommst, so, das hat einen Einfluss auf dein Kind. Definitiv. Heftig, Mann. Verstörend, aber gut. War ein gutes Video, oder, Freunde? Was sagt ihr?